Guten Morgen. Ich bin noch am Schütterhof, am Campingplatz. Der ist hier. Ich habe mein Zelt zusammengebaut. Heute Nacht hat es mir kurz geregnet, aber ich denke, das Zelt, der erste Test, hat es überstanden. War okay. Na, jetzt komme ich hier aus dem Campingplatz raus. Dann gucke ich mal die kleine Kälble, die wuschlige Kälble an. Sind die nicht putzig? Total, oder? Und jetzt geht's auf den Heimweg. Das sind 91 Kilometer. Und laut Komoot so um die 1000 knapp plus minus Höhenmeter. Das ist jetzt morgens um 6.45 Uhr. Ja, mal schauen, wie wir vorankommen. Bis später. Für mich geht es jetzt erst einmal, wie gesagt, in die Richtung los. Also manchmal fragt man sich, wie Komoot nur auf die Idee kommt, das hier als Radweg zu definieren. Zumal es hier mit 13-14% Gefälle nach unten geht. Ja, wie gesagt, ich bin heute Morgen wirklich früh unterwegs. Das liegt daran, neben mir war eine Hecke. Und in der Hecke, da waren wirklich zig Vogelnester drin. Und da war halt morgen ein Gezwitscher und ein Gefiepse. Ja, also richtig herrlich schön mit Vogelgezwitscher geweckt worden. Herrlich. Um 5.30 Uhr. Hat mich aber auch nicht gestört. War richtig gut ausgeruht und habe dann gedacht, okay, dann kann ich jetzt auch in aller Ruhe meine 7 Sachen zusammenpacken und mein Zelt abbauen, mich aufs Fahrrad setzen und losradeln. Und genau so ist es jetzt auch passiert. Hier ist sie wieder, die Glatt. Ne? Und ja, der Folge mal jetzt und ab jetzt kommen erstmal Höhenmeter und ich denke, das geht mit Höhenmeter bis Losburg. Und in Losburg müsste man dann so den höchsten Punkt der Tour für heute erreicht haben. Und dann ab Losburg kann ich dann wieder da Kinzigtal-Radweg runter. Aber wie gesagt, jetzt erstmal der Glatt nach. Ich glaube, wir kommen am Wasserschloss vorbei. Das möchte ich mir auch mal noch anschauen. Mir läuft die Brille an, sieht man das? Naja, egal. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Es ist einfach herrlich, morgens so unterwegs zu sein. Und die Frische in der Luft und die Vögel zwitschern und alles ist so ruhig und unverbraucht noch. Ach, genial. Ich finde es genial. Jetzt bin ich mal gespannt auf das Wasserschloss noch. Da freue ich mich auch drauf. Okay, das ist das Wasserschloss. Schön, schön. Wie ist es hier? Ich habe mir das noch irgendwie kleiner vorgestellt, aber das ist echt schön.
dann meistens wirklich spiegelglatt neben mir her. Sehr ruhig. Sehr schön. Richtig schöne Landschaft. Dieses kleine Flusstal hier. Der Weg ist gut. Schön asphaltiert meistens. Also bis jetzt wirklich ein wunderschöner Radkurs. Ganz toll. Na, die Herrenend. Entenherren beim Frühschoppen. Mittlerweile kommen auch die ersten Anstiege, ne? Und schöne Waldwege. Genau. Es ist immer noch erfrischend kühl. Richtig klasse. Und jetzt komme ich dann als nächstes nach Bittenhausen. Boah, jetzt bin ich gerade total erschrocken. Jetzt kam aus dem Dickicht ein kleines Eichhörnchen raus und ist mir voll ins Vorderrad gesprungen. Aber zum Glück war ich sehr langsam und es ist dann einfach auf und davon gerannt. Also ich glaube, es hat sich nichts getan und das ist das Wichtigste. Aber erschrocken bin ich schon, als es da vorne reingeknallt ist. Armes kleines Viech. So, auch durch Bettenhausen bin ich jetzt durch, ohne Kaffee. Das war wirklich nur ein kleines Kaff, Dörflein, Schmuck, wohl, aber klein. So, jetzt heißt es Leinstetten angeschrieben und jetzt gucke ich halt einfach dort, ob ich an den Kaffee komme. Irgendwann wird der Kaffee ja wohl kommen. Das kenne ich ja von anderen Wegen schon. Irgendwann kommt, was man will. Ne? Genau. Ist das kein Bilderbuch? Flüsschen. Also ich finde das Glattal bis jetzt total schön. Also mega, mega, irgendwas. Und da kann auch der einsetzende Nieselregen dran ändern. Ich genieße das gerade in volle Züge. Hammerhart. Wie schön das ist. Genau. Gut. Aus dem Nieselregen ist relativ schnell ein bisschen ärgerer Regen geworden. Ich habe dann hier mich untergestellt kurz. Meinen Helm geschmückt. Mit der Regenhaube. Genau. Mein Handy, die Navigation quasi in die Tasche gesteckt. Und ja, jetzt geht es dann hinter mir weiter Richtung Leinstädte. Und ja, dann muss ich mich so Stück für Stück mal durchhangeln, wo es weitergeht. Hauptsächlich immer mal durchschlagen Richtung Losburg. Und ab dort kenne ich mich eigentlich dann schon wieder relativ gut aus. Und ich hoffe halt, dass ich zwischenzeitlich auch mal wieder so weit bin, das Handy an der Lenker zu machen, damit ich wieder die Navigation ziehe. Aber es geht auch ohne.
Also eben stand ein Schild, Lossburg 9,5 Kilometer. Mal gucken, ob das für mich auch passt. Weil das ist ja mein nächstes Ziel, das ich anfahren möchte. Aber wie gesagt, der Weg ist wirklich schön, auch beim Regen. Die Haube hält meinen Kopf trocken. Sieht zwar nicht schön aus, aber erfüllt seinen Zweck. Genau, auf geht's. Bockmasburm. Die Glatt habe ich ein Stück weit verlassen. Bin mal gespannt, ob ich die noch mal sehe. Dafür geht es jetzt schön durch den Wald. Und der schützt auch noch ein bisschen vor dem Regen. Und dann passt das alles wieder. Herrlich. Nur der Kaffee lässt noch auf sich warten. Aber wie gesagt, alles kommt, alles wird gut. Ha, bin ich mir ganz sicher. Schönes kleines Bächle läuft nebenher, aber das ist auf keinen Fall die Glatt. Dafür ist das Bächelein viel zu klein. Dafür ist der Weg schön, richtig idyllisch. Gefällt mir gut. Und bis Lossburg. Das Lossburg stand jetzt noch angeschrieben, 7 Kilometer gerade eben. Alles im Rahmen, alles wird gut. So, ich bin jetzt kurz vor Lossburg. Ja, es war jetzt ordentlich Höhenmeter. Habe jetzt auf 27 Kilometer im Ganzen zwei Striche von Akku verloren und das sagt mir, dass ich noch ungefähr 65 Kilometer zu fahren habe. Und ja, genau, wenn ich noch 65 Kilometer zu fahren habe, ist mir es eigentlich ganz recht, dass ich in Lossburg noch mal nachladen kann. Ne? Und das wäre jetzt auch machen und dann einen Kaffee suchen, wo ich was essen kann. Ist das keine schöne Aussicht hier? Mein lieber Schwan, oder? Herrlich. Richtig gut. Also Lossburg habe ich jetzt erreicht. Was ich nicht erreicht habe, ist die Möglichkeit, mein Fahrrad zu laden. Weil irgendwo jetzt Kaiser hier ist. Am Haus, am Fünfthaus, eine Ladestelle. Also außerdem ist sie nicht. Auf der anderen Seite vom Haus ist eine Ladestelle für Fahrzeuge, für Autos. Bringt mir nichts. Ja, dann habe ich Pech gehabt. Vielleicht ist sie aber auch innen drin. Und hier am Kinzighaus beginnt zum einen mal der Kinzigtal-Radweg nochmal. Also da führt er vorbei. Also beginnt hier nicht, aber führt hier vorbei. Und was hier aber auf jeden Fall beginnt, habe ich ja auch schon gemacht. Kann man ja auch schon auf Video angucken, auf YouTube. Der Kinzigtäler Jakobusweg. Aber der bringt mir jetzt auch nichts. Wie gesagt, ich habe da vorne noch eine Bäckerei gesehen. Das ist jetzt meine nächste Anlaufstelle. Und dann fahre ich weiter. Entweder reicht es oder es reicht nicht mit dem Akku. Vielleicht findet ihr durch Zufall, wie gestern auch, noch eine Möglichkeit, den Akku aufzuladen. Gestern habe ich sie zwar gefunden, die Möglichkeit, aber nicht gebraucht. Wahrscheinlich wird es heute andersrum sein. Mal schauen wir mal. Weiter geht's. Schön hier, oder? Das ist das
Zauberland, Kleine Kinzig. Ja. Und hier setze ich mich jetzt mit meinem Kaffee in der Pavillon und gehe erstmal schön frühstücken. Wenn es anfängt rieseln, habe ich ein Dach über dem Kopf. Mehr kann man nicht verlangen. Und das ist doch auch schön gemacht hier, oder? Oh, was hat es denn Wetter? Na, guter Brettchen. Von Sigis Backstube. Oh, da ist richtig guter Topf. Die Hände da nicht locker, da sind ein Butter. Und mein heiß ersehnter, heißer Kaffee. Ja. Und wenn man hier ein Stück den Waldberg hintergeht, dann kommt dort die Kinzige Quelle. Und die Kinzig fahren wir jetzt als nächstes entlang. Normal wird die Tour ja bis, wie gesagt, bis Straßburg gehen, wo die Kinzig in der Rhein fließt. Aber auf dem Kinzigtalradweg habe ich schon auf YouTube. Deshalb folge ich der Tour heute nur bis Steinach und biege dann in Steinach ab Richtung Heimat nach Zell-am-Hamersbach. War schon mit Kindern hier. Das ist ein richtiges schönes Ding für Kinder. Überall so kleine Rinnsäle und Bachbächle und so Kaskade, wo das Wasser runterläuft. Richtig schön gemacht. Also ist auch wirklich für Leute mal ein schöner Tagesausflug mit Kindern. Zumindest bei Kindern, die noch in dem Alter sind, dass man mit Wasser schmollt und spielt. So, der Kaffee war jetzt Gold wert und die Butterbrezel auch. Und jetzt geht's weiter. Nein, jetzt noch 62 Kilometer vor uns. Also, ab geht die Post. So, jetzt kommen wir dann nach Ödenwald. Ödenwald. Und was meint sie jetzt? Wo soll ich jetzt hin? Jetzt muss ich mal gucken, wo es da hingeht. Ich glaube, so bin ich richtig. Ja, genau. Die Navi sagt, ich bin gut. Da steht jetzt angeschrieben Freudestadt 6 Kilometer und Schenkezell, was so ziemlich meine nächste Anlaufstelle ist, links weg 16 Kilometer
dann schauen wir mal, wie wir da rumkommen, ne? Und ob es da Radweg gibt. Ja, was für mich eben die Runde jetzt hier auch nochmal attraktiv macht, und das habe ich mir vorher gar nicht so genau angeschaut, ist der Kinzigtal-Radweg, den ich ja schon gefahren habe. Der geht von Losburg über Alpersbach runter ins Kinzigtal. Und ich fahre hier, wie gesagt, über Reinhardsau, Schenkezell runter ins Kinzigtal. Ja, das ist so eine Hausstrecke mit dem Motorrad für mich. Und jetzt eben auch mal mit dem Fahrrad. Und das ist auch richtig toll. Was mir am besten gefällt im Moment, dass es immer noch trocken ist. Entschuldigung. Und dass das die Wettervorhersage auch gesagt hat, dass es trocken bleiben soll. Jetzt radel ich hier schon nach Schönberg rein. Wie klasse ist das denn? Herrlich. Aber das Allerbeste ist, ich kenne die Strecke. Wenn das die ist, die ich meine, kommt noch eine genial ewig lange Abfahrt. Mit ohne Kamera in der Hand, weil viel linke. Hammer, freue mich drauf. Wen haben wir denn da? Na, die kennt man doch, oder? Super gemacht. Echt klasse. Und hier ist noch die Kirche. Die taucht hier auf. Herrlich schön. Und das bei dem Wetter. Knaller. Ja, an dem Asterix und Obelix bin ich schon so oft dran vorbeigefahren, ohne ihn zu sehen. Ja, wie gesagt, das in Schönberg, das war jetzt auch der höchste Punkt von der Tour heute. Auf jeden Fall von heute, von gestern und heute glaube ich nicht, aber von heute auf jeden Fall. Ja, das war jetzt mal ungefähr 3 Kilometer. Einfach mal mit 60, 70 den Berg runter. Macht einfach Laune. Aber da will ich wirklich keine Kamera in der Hand haben. So, jetzt weiß ich auch, warum ich über Reinhardsau fahre. Weil ich in meinem Geschwindigkeitsrausch irgendwo ein Abzweig übersehen habe. Letzten Endes ist es aber nicht wild, weil in Schenkezell komme ich wieder zurück auf meinen Kurs. Und wie gesagt, den anderen Weg, den kannte ich eh schon. Und von dem her passt es dann ganz gut. Jetzt geht es hier durch. Das Schenkezell. Oh, super. Da ist ein kleines Festle. Scheint aber eher privater Natur zu sein. Sonst wäre schon mehr los. Mit irgendwas, mit Blibla Blasmusik. In Reinhardsau. Konzert mit Corona-Abstand auf jeden Fall. Typisch in dem Moment, wo man sagt, dass kaum Verkehr ist, ist einer hinter einem. Ist doch schon witzig, oder? Aber es ist wirklich kaum Verkehr. Alle 5 Minuten kommt mal ein Auto oder mal 2 Motorräder von unten rauf oder von oben runter. Herrlich. Und jetzt kommt schon wieder eine kleine schöne Abfahrt. Ja, ich kenne die Strecke und ich genieße die jetzt. Okay, ich habe mich verfahren. Wie gesagt, haben wir ja mitbekommen. Und ich komme wieder auf die Tour zurück. Aber was mich auch mal interessiert, wie haltet ihr das? Wenn euch mal sowas ist. Wie gesagt, das waren dann schon 3-4 Kilometer. Und immer schön den Berg runter. Würdet ihr dann auf Biege und Breche zurück, um direkt wieder auf die Tour zu kommen? Oder eine Alternativroute suchen, um ein Stück weiterfahren zu können und dann wieder auf die Tour zu kommen? Oder wie entscheidet ihr euch da als? Ja, der würde mich mal interessieren.
Na, bei mir ist es immer mal so, aber in dem Fall war es, glaube ich, cleverer, weil ich den ganzen Berg wieder hoch müssen. Ja. Und noch sieht mein Gesicht genau wie das auf dem Felsen aus. Mir geht's gut, ich bin happy. Ja, und ich glaube, das hätte sich vielleicht geändert, wenn ich mich mit meinem weniger Akku nochmal den Berg hoch kämpfen hätte müssen. Naja, ich glaube, das war die gute Entscheidung. Weiter geht's. So, ich bin schön gezählt durch und auch wieder auf den richtigen Track zurück. Ne? Habe in Schenkezell noch zwei Jakobspilger getroffen. Pilgerinnen besser gesagt. Und die haben mich ganz fragend angeschaut und dann habe ich mir zum Glück, weil ich den Weg hier schon gelaufen bin, erklären können, wo sie hinzulaufen haben. Weil sie mal ganz kurz den Faden verloren haben, das kennt man halt auf dem Pilgerweg. Ne? So. Und jetzt geht's weiter für mich Richtung Heimat. Ich habe immer noch zwei Striche Akku. Was haben wir denn jetzt hinter uns? 52 Kilometer habe ich hinter mir und 40 Kilometer vor mir. Also mal schauen, ob es mich noch packt bis Wolfach, mein Akku. Ne? Und das könnte ich, glaube ich, nochmal an der Dorotheenhütte und dann nochmal irgendwo laden, habe ich vorhin mal gesehen. Vielleicht tue ich das, vielleicht nicht. Ich weiß noch nicht. Da radel ich gerade durch Schildach durch. Ist auch ein wunderschönes Fachwerkstättle hier im Schwarzwald. Absolut top. Und folge, wie gesagt, immer noch dem dem Kinzigtal-Radweg. Genau. Bin immer noch auf der Suche nach eventuell einer Ladestation. Ja, also wenn man dann von Reinhardsau aus der Richtung da runterkommt und dann in Schenkezell auf einmal auf die Bundesstraße trifft, dann ist das Stück Kinzigtal-Radweg echt nicht das schönste Stück Radweg von der Tour heute. Aber wie gesagt, auch das gehört immer mal wieder zwischendurch dazu und ich bin ihn schon gefahren und weiß daher, dass sich das auch wieder ändern wird und dass der Weg wieder schöner wird. Ne? Aber im ersten Moment, wenn du dann da rauskommst aus dem Wald und allem, ist es schon kernig. Ja, wie man sieht, das rege Wetter hat mich wieder. Aber was auch war, ich war da unten an dem Bahnübergang drüber gefahren und da war so ein Bauwagen gestanden, da saß ein Mann drin und den habe ich dann einfach angesprochen, den Bauarbeiter, ob er mir mit etwas Strom aushelfen kann. Das hat er getan, das ist prima gewesen und ja, was soll ich sagen? Ich habe wieder vier Striche auf dem Akku, noch 30 Kilometer zu fahren und so läuft es ganz easy. Dann kann ich jetzt ganz locker nach Hause radeln und der Regen, der ist mir gerade sowas von egal.
So, jetzt sind wir in Wolfach. Echt schön. Schön geschmückt. Einmal noch das Stadttor durch. Eigenartig. Je mehr ich mich der Heimat näher, umso ärger fängt es an zu regnen. Soll mir das was sagen? Oh Mann. Schon eigenartig. Ne? Wenigstens komme ich jetzt dann da oben, läuft jetzt die Bundesstraße weg von mir, dass der Lärm mal wieder weg ist. Da freue ich mich jetzt am allermeisten drauf, dass ich den Lärm los bin. Und der Weg jetzt hier wieder deutlich schöner wird als Weg als solches. Ne? Rechts neben mir ist die Kinzig. Genau. Einfach schön so. Cool, wie ich aussehe. Ne? Also es ist richtig grau geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal aufhört, bis daheim mit Regen. Also ich denke, ich werde auch immer weniger filmen, weil irgendwann mit Aussicht auf Heimat will ich einfach nur noch raus aus dem Pisswetter. Ne? Auch wenn der Weg an sich noch schön ist, aber wenn du weißt, dass du in einer Stunde im Trockenen sein kannst, dann beeilst dich einfach. Das macht, glaube ich, jeder so. Und eben ich auch. Ne? Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Also ich habe jetzt gerade geschaut, es sind noch 8 Kilometer. Und ich habe hier nochmal einen kurz einen trockenen Platz unter der Brücke. Und den möchte ich auch nutzen, um mich bei euch zu verabschieden und danke zu sagen fürs Zuschauen. Trotz Regen hätten wir es wirklich viel Spaß gemacht und ich muss abschließend sagen, obwohl ich hier in Teil wohne, die schönsten Abschnitte waren nicht im Kinzigtal, sondern am zweiten Tag, also in der zweiten Tageshälfte gestern im Neckartal und im Glattal. Das hätte mir unheimlich gut gefallen. Kann vielleicht aber auch daran liegen, dass ich über das Glattal noch gar nicht gekannt habe und das Neckartal und das Kinzigtal halt schon einige zig Mal rauf und runter gefahren bin. Naja, vielleicht gibt es dann denn auf jeden Fall. Gibt es auch heute wieder, wenn ich daheim bin, um die 90 Kilometer. Höhenmeter trage ich nach. Genau. Ja. Jetzt abheim, alles auspacken, alles drüberlegen. Und ich verabschiede mich bei euch. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr bleibt, nicht weiter. Über einen Daumen. Würde ich mich genauso freuen, selbstverständlich wie über ein Abo. Also, bleibt gesund, bleibt stabil, bis die Tage. Ciao und denkt dran, rausgehen. Geht auch beim Regen, kein Thema. So, aber jetzt ist wirklich gut. Ciao.